Tagesordnungspunkt 7 darf ich aufrufen, Nutzungs- und Betreiberkonzept zum Bürgerhaus Prohlis. Auch hier ein klar und deutliches, federführendes Ausschussvotum. Aber ich glaube, eine Reihe von Wünschen nach Äußerungen. Und wir gehen dann mal rein eben in die Fraktionsrunde. Frau Dr. Geitsch, Linke. Liebe Stadträtinnen und Stadträte, liebe Menschen am Livestream. Ich nehme mal den Faden auf mit der Rolle rückwärts. Wir haben jetzt über ein Einkaufszentrum gesprochen, jetzt machen wir tatsächlich eine Rolle rückwärts, nämlich zum Nutzungs- und Betreiberkonzept für das Bürgerhaus in Prohlis, was tatsächlich den Menschen in Prohlis gehören wird, was tatsächlich die Lebensbedingungen in Prohlis, die Potenzen hat, die Lebensbedingungen in Prohlis zu verbessern. Bis 2012. Ich mache mal eine kurze Replik in die Geschichte, weil sich das hier tatsächlich anbietet. An sich könnte man ja sagen, alles klar, wir beschließen einfach und fertig. Bis 2012 befand sich im Gebäudekomplex des damaligen Stern in Prohlis eine Begegnungsstätte, der sogenannte Bunker. Bereits seit 1994 hatte sich der Standort unter Leitung des VSP, Verein Sozialpädagogische Projekte, entwickelt. Hier gab es unter anderem ein Internetcafé mit kostenloser Nutzung des Internetzuganges durch die BürgerInnen. Es gab ein BürgerInnencafé, einen Umsonstladen. Der sogenannte Bunker war ein Standort des Tauschnetz Elbtal, eines selbstverwalteten Nachbarschaftshilfesystems mit einer Bürgerinitiative. Die Gesundheitsselbsthilfegruppe Herz und Diabetes hatte ihr Zuhause dort. Aus all diesen Gründen hatte sich diese Adresse zwischen Prohliser Allee und Berzdorfer Straße zu einem beliebten Treffpunkt für Junge wie Ältere entwickelt und bot manchen Arbeitssuchenden eine sinnvolle Beschäftigung. Es hatte sich an diesem Standort eine zivilgesellschaftlich verwaltete, funktionierende, dem Gemeinwohl verpflichtete Begegnungsstätte in Prohlis entwickelt. Das Aus kam leider 2011, als die Miet- und Betriebskosten stiegen, das Objekt sanierungsbedürftig wurde und zusätzlich die Förderungen aus der Jugendhilfe ausblieben. Der Arbeit des Vereins sowie der ansässigen Initiativen war die finanzielle Basis entzogen worden. Hilfe tat Not. SPD, Grüne und Die Linke entwickelten einen Antrag Bunker erhalten. Darin wurde gefordert, erstens Sofortmaßnahmen einzuleiten, die die Weiterführung der Bürgerinnenprojekte am Standort Bunker, Prohliser Allee 6, im Jahr 2012 sichern. Zweitens mit den AkteurInnen vor Ort ein Konzept zu entwickeln und dazu entsprechende finanzielle Mittel in den Haushalt 2013/14 einzustellen, die zur langfristigen Sicherung des Bunkers als Standort sozialen, bürgerschaftlichen Engagements führen. Dieser Antrag wurde ersetzt durch einen von der CDU initiierten Antrag und auch angenommen. Im Punkt 2 heißt es dort: Die Landeshauptstadt Dresden soll Verhandlungen mit dem Eigentümer des Nebengebäudes Palitzhof aufnehmen und das Grundstück zeitnah erwerben. Damit soll das Stadtteil Kulturzentrum Palitzhof als kulturelles und soziales Zentrum mit Tradition gestärkt werden. Soweit, so gut. Es begann ein Planungsprozess, an dem viele der in Prohlis tätigen Vereine und Initiativen beteiligt waren. Auf dem zweiten Bein hieß es, den zweiten Teil des vormaligen Dreiseithofes im Palitzhof zu sanieren, was eine anspruchsvolle Aufgabe war. Für die damaligen Nutzer dieses zweiten Teiles des Palitzhofes, das Querformat und den EV und den Plattenspieler, musste eine neue räumliche Lösung gefunden werden. Aufgrund fehlender Förderung mussten EV und der Plattenspieler aufgeben. Querformat fand damals eine Lösung im Erdgeschoss der Herzberger Straße 6.
Die Räume entsprechend herzurichten, erforderte viel Eigeninitiative und individuelles Engagement. In die Entwicklung des Betreiber- und Nutzungskonzeptes wiederum flossen viele Ideen ein, wurde viel Zeit investiert. Dieses große Engagement gipfelte letztlich in dem Wunsch, das neue Bürgerhaus in Selbstverwaltung, in Selbstverantwortung zu übernehmen. Deshalb ist eigentlich der vorliegende Antrag der SPD meines Erachtens nur folgerichtig und könnte ein Schritt in demokratisch selbstverwaltete Stadtteilzentren sein. Aber wiederum hier würde es möglicherweise scheitern an dem bestehenden Fördersystem, was von dem Kopf auf die Füße gestellt gehört. Denn immer wieder nur Projekte zu fördern, wissen wir auch aus anderen Bereichen, kann keine kontinuierliche Arbeit sichern. Wir werden deshalb aufgrund der Bedingungen, die wir jetzt haben, der vorliegenden Vortrag als Linke zustimmen, denn optimistisch stimmt, dass bereits jetzt für den 6. Juli die Jugendkunstschule zu einem Workshop zur Entwicklung des Palitzhofes eingeladen hat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Gucke hier immer so auf das rote Blinken, dass Sie der vorliegenden Vorlage auch zustimmen, aber auch der künftigen Evaluierung, wo genau geprüft werden soll, ob die Jugendkunstschule weiterhin die Betreibung übernehmen soll oder nicht vielleicht doch Vereine aus Polis. Dankeschön. So, als nächstes SPD-Fraktion, Herr Triefs. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Dr. Geitsch hat ja gerade schon von dem SPD-Änderungsantrag gesprochen. Wir werden diesen Änderungsantrag, den wir in den Ausschüssen immer eingebracht und auch verteidigt haben, aber mit Ausnahme des Jugendhilfeausschusses leider damit keinen Erfolg hatten, heute nicht nochmal bringen, sondern jetzt am Ende dieser Vorlage ungeändert auch unsere Zustimmung geben, damit für das Bürgerhaus Prohlis das weitere Verfahren vorangeht und damit wir dort zu einem guten Ergebnis kommen, weil das Konzept ist gut und an dem Konzept haben wir uns auch nie irgendwie gerieben, sondern an anderen Fragen. Und ich möchte zumindest noch mal kurz auf unsere Kritik an dieser Stelle zumindest mündlich eingehen und das mit einem Appell auch an die Kulturverwaltung dieser Stadt verbinden. Wir haben jetzt in diesem ganzen Verfahren rings um das ganze Thema in Prohlis, um das Kultur- und Nachbarschaftszentrum in Prohlis erlebt, dass die Kulturverwaltung das, was wir als Stadtrat beschlossen haben, wie wir zu Kultur- und Nachbarschaftszentren kommen wollen, völlig ignoriert hat. Wir haben als Stadtrat beschlossen, wir wollen eine Ausschreibung haben, wer zukünftig diese Kultur- und Nachbarschaftszentren betreiben soll. Und wir haben festgelegt, die Betreibung obliegt freien Trägern und nicht städtischen Einrichtungen. Beides hat hier beim Bürgerhaus Prohlis nicht stattgefunden und deswegen hatten wir versucht, da nochmal einen anderen Vorschlag zu machen. Das ist nicht auf eine mehrheitliche Zustimmung gestoßen und deswegen ist das so und deswegen können wir das Ergebnis auch akzeptieren. Das ist völlig okay, aber ich möchte doch wirklich an dieser Stelle nochmal den sehr eindringlichen Appell loswerden. Für zukünftige Kultur- und Nachbarschaftszentren werden wir auch wieder darauf gucken, dass es eine Ausschreibung gibt und dass die Betreiber, die uns da vorgeschlagen werden, beziehungsweise die nach der Ausschreibung, nach dem Bewerbungsverfahren als Sieger hervorgehen, eben freie Träger sind. Und weil wir haben uns als Stadtrat was dabei gedacht und ich glaube, wir sollten uns als Stadtrat auch und unsere Beschlüsse auch selber ernst nehmen. Zum Abschluss möchte ich aber an dieser Stelle schon auch nochmal klarstellen, uns geht es nicht darum, dass es an dieser Stelle die Jugendkunstschule sein soll, die die Betreibung macht. Die Jugendkunstschule ist eine großartige Institution, die eine gute Arbeit macht. Und wir wünschen ihr viel Erfolg mit diesem wirklich guten Konzept, aber bitten eben darum, dass die Kulturverwaltung sich zukünftig und bei den nächsten Kultur- und Nachbarschaftszentren an das halten möge, was wir als Stadtrat beschlossen haben. Vielen Dank. Wird FDP das Wort gewünscht? Dissidenten das Wort gewünscht? Freie Wähler? CDU? Frau Filosene. Grünen.
Ja, Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch hier fasse ich mich ganz kurz, weil Herr Drews hat es ja richtigerweise gesagt, das Konzept der Jugendkunstschule war sehr gut. Ich konnte aber, um das Ganze auch noch mal ein bisschen historisch aufzurollen, nachvollziehen, dass Unzufriedenheit herrschte. Das war ja auch im Stadtbezirksbeirat so, dass wir die Betreibung einfach vorgesetzt bekommen haben und dass es eben in dem Fall eine städtische Einrichtung war und nicht wie im Beschluss stand freie Träger. Ich habe dann gelernt, weil ich habe tatsächlich die Kulturverwaltung beauftragt, mal beim Rechtsamt nachzufragen, ob es denn nicht möglich sei, eine Ausschreibung so zu machen, dass ich da sowohl die freien Träger als auch die Jugendkunstschule mit dem ja guten Konzept, was schon da war, bewerben konnte. Das ist nicht möglich. Ich lerne also auch immer noch dazu, was alles nicht möglich ist. Deswegen war ich froh, dass der Kulturausschuss dann doch einstimmig noch den Satz mit aufgenommen hat auf meinen Antrag hin, dass die Jugendkunstschule dann unverzüglich mit den Initiativen und Vereinen vor Ort Kontakt aufnimmt, um dann die detaillierte Betreibung, Bespielung zu besprechen. Wenn ich Frau Dr. Geitsch richtig verstanden habe, ist da sogar schon die Einladung erfolgt. Ganz wunderbar. Also bevor wir es heute beschlossen haben, schon umgesetzt. Das ist auch mal was Schönes. Ich will nur einen letzten Satz sagen. Das Ganze wird nur so gut, wie die Jugendkunstschule es in ihrem Konzept formuliert hat, wenn tatsächlich auch das von der Stellenstruktur, wie das da drin steht, so umgesetzt wird. Sonst machen wir uns, glaube ich, alle was vor und das werden wir uns dann einfach angucken. Das war ja auch dem Stadtbezirk sehr wichtig, dass man da noch mal darauf hinweist. Und ich glaube, wir werden uns einfach in 2-3 Jahren mal angucken, was ist draus geworden. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das sehr, sehr gut wird und für den Stadtteil wirklich ein sehr gutes und wichtiges Haus wird. Aber wie gesagt, in 3 Jahren gucken wir vielleicht noch mal drauf und vielleicht müssen wir dann auch noch irgendwo nachsteuern. Vielen Dank. AfD, wird das Wort gewünscht? Nein. Weitere Wortmeldungen? Wenn das nicht der Fall ist, dann kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Dann einstimmig mit 62 Ja-Stimmen so beschlossen. Kommen wir zum nächsten Teil.